Hallo meine Lieben! Wenn ihr auch noch alte CDs habt, könnt ihr daraus ein wunderschönes Lichtspiel oder auch einen Vogelschreck für den Garten basteln. Ihr braucht dafür zwei CDs, doppelseitiges Klebeband oder einen Kleber und ein paar Strasssteine. Die unschöne Seite von der CD mit Kleber etwas bestreichen oder halt mit dem doppelseitigen Klebeband etwas bekleben. Und dann können wir schon aus einem Bindfaden eine Schlaufe bilden und diese auf einen Klebestreifen legen und noch einmal mit einem Klebestreifen den Faden abbinden oder abkleben. Danach können wir die andere CD mit der unschönen Seite nach unten bündig auf die andere CD kleben und mit Strasssteinen verzieren. Man kann es schön geordnet machen, so wie ich es hier gemacht habe, indem ich alle Ecken ziemlich gleich beklebt habe. Oder man kann es auch, wie ich dann auf der anderen Seite, kunterbunt gestalten. So, und dann kann man das Ganze schon aufhängen an einen Strauch oder in einem Pavillon als wunderschönes Windspiel oder als Lichtspiel, was wunderschön glänzt in der Sonne oder halt auch als Vogelschreck in einem Bärenstrauch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.